Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video. Ich habe es ja schon versprochen, heute werden wir den Rösler No. 1 F60R auspacken. Ich werde ihn aufbauen und dann machen wir mal einen Rundgang, damit ich euch zeigen kann, was ich an diesem Grill richtig, richtig cool finde. Vielen Dank hier an die Unterstützung von Rösler. Die haben dafür gesorgt, dass ich das euch heute zeigen kann. Also packen wir ihn mal zusammen aus und dann bauen wir ihn auf. Los geht's! So, hier steht er jetzt, der F60R. Ich habe ihn wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit aufgebaut. Ich denke, wenn man sich hier beeilt, kann man es sicherlich innerhalb von 20 Minuten schaffen. Es waren auch wirklich alle Komponenten vorbereitet und lediglich mit 12 Schrauben hat man hier alles befestigt. Einmal das Gestänge, das waren schon 8 Schrauben, plus nochmal 4 Schrauben hier für dieses Unterteil. Ich nehme euch jetzt mit, wir gehen mal um den Grill rum, dann zeige ich euch, was daran alles so besonders ist. Und dann gehen wir nochmal auf dieses R-System ein, das, was ich konzeptionell wirklich als wirklich beste Erfindung für einen Holzkohlegrill sehe. Also los geht's. Ja, nehmen wir erstmal das, was am Anfang auffällt. Und zwar haben wir hier das Fahrgestell, das ihr sicherlich von anderen Rösle-Komponenten auch schon kennt. Da haben wir zum einen hier diese breiten Vollgummiräder. Das heißt hier, das ist wirklich, das kann man vielleicht hier nochmal sehen, ein ordentliches Rad, was auch stabil über die Wiese. Und ich muss ihn auch immer, wenn ich ihn zum Grillen nehme, hier über die Wiese ziehen, wirklich sehr, sehr sauber drüber läuft und durch den ganzen Rahmen hier auch wirklich Unebenheiten ohne Stress mitnimmt. Wenn wir an dem Gestänge jetzt weiter hochgehen, ist daran, wie gesagt, diese Kugel befestigt und die ist mit diesem kompletten Ring einmal um die ganze Kugel rum. Somit habe ich einen stabilen Körper, in dem diese ganze Kugel gehalten wird. Hier hinten sieht man einen Griff, das ist der Transportgriff. Das heißt, wenn ich den hier hochhebe, kann ich diesen ganzen Grill anheben und kann ihn damit auch bequem fahren. Hier in diesem Ring, also dieser Reling, kann ich dann verschiedene Sachen einhängen. Zum einen die Haken, um irgendwelche Grillkomponenten zu befestigen. Die sehen so aus. Die kann man so im 5er-Pack kaufen. Link packe ich euch in die Beschreibung. Die klipst man einfach hier dran an die Stelle, wo man es gerne hätte. Und dann kann man hier eben seine Grillkomponenten dranhängen. Ich habe zum Beispiel hier so ziemlich alle Griffe bzw. alle Haken in Verwendung. Zum Beispiel hier so eine Kohlezange hängt sich einfach ein und damit ist man fertig. Was es auch noch im Zubehör gibt, was ich auf jeden Fall dazu kaufen würde, ist hier so eine Seitenablageplatte. Die hat auch diese Aufnahme. Das heißt, die kann ich auch einfach hier einhängen, egal an welcher Position, also da, wo ich es gerne hätte. Und habe meine Ablagefläche dann ganz einfach am Grill positioniert. Das Oberteil, also der Deckel, hat folgende Komponenten. Zum einen natürlich hier vorne den großen Griff mit einem gewissen Abstand auch, so dass auch die Wärme nicht zu dicht an den Griff drankommt. Und über dem Rösle-Emblem haben wir hier das Deckelthermometer. Ist jetzt ein bisschen schlecht abzulesen, aber ist in Grad Celsius und Grad Fahrenheit. Und hier oben noch den Lüftungsauslass. Der lässt sich jetzt hier öffnen oder schließen an diesem Griff und befindet sich auch in der Mitte des Deckels. Das vielleicht so als kleiner Unterschied zu den Kollegen von Weber. Die haben ja die Lüftung, sag ich mal, hier positioniert, wo ungefähr das Deckelthermometer ist. Und auf der anderen Seite dann das Deckelthermometer und somit kann man dann durch Drehen und Wenden des Deckels steuern, wo die Luft rausziehen soll. Hier ist es, finde ich, besser gelöst, weil es eben einfach immer mittig ist und sich somit die Hitze auch gleichmäßig im Inneren der Kugel verteilen kann. Eine Besonderheit des Deckels ist noch hier hinten, wir haben hier ein Scharnier dran und zwar ist damit hier der obere Deckel am Unterteil befestigt und ich kann ganz einfach hier, sieht man auch vielleicht, ist ein Splint drin, den kann ich einfach lösen, den Bolzen rausziehen und damit kann ich den Deckel auch sehr einfach abnehmen. Aber das ermöglicht es halt sehr, sehr einfach hier den Deckel mit einer Hand zu öffnen und dann hat man auch schon beide Hände wieder frei und kann an den Grill. Was zu Scharnier noch zu sagen ist, das ist sehr geschickt, weil es nicht genau hinten ist. Das heißt, ich klappe den nicht nach hinten auf, sondern schräg zur Seite. Was hat das für einen Vorteil? Ich muss, wenn ich hier klappe, kann ich einfach an der Seite des Grills vorbeigreifen. Das heißt, ich gehe nicht über die heiße Glut, was ich ja machen müsste, wenn ich von hier vorne greife und würde es nach hier öffnen. Und somit, wie gesagt, den Vorteil, dass ich nicht über die heiße Glut greifen muss. So, wo wir gerade den Grill aufhaben, zeige ich euch jetzt das Innenleben. Aber dafür mache ich die Kamera wieder fest. So, dann gehen wir mal an das Innenleben des Grills. Zum einen haben wir hier einen Edelstahlrost, der zum einen zwei Klappen an der Seite hat. Das heißt, das kann ich links und auch rechts aufklappen und habe somit die Möglichkeit, das immer schön in die Kohlekörbe oder auf den Kohlerost unten drunter einfach hier Grillkohle oder Briketts nachzulegen, ohne dass ich den kompletten Grillrost runternehmen muss. Und dafür sind diese Klappen wirklich sehr, sehr gut. Das hatte ich bei meinem Vorgängermodell, dem Rösle F60. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Habe ich auch schon mal gezeigt. Sehr, sehr cool. Ebenfalls klappbar ist hier der gesamte Grillrost. Und das ist extrem cool, weil ihr könnt ihn einfach in der Mitte halbieren.
Das bedeutet, wenn ihr den so zusammengeklappt habt, passt er sogar in die Spülmaschine rein. Und selbst hier das große Modell mit 60 cm Durchmesser habt ihr somit etwas müheloser gereinigt. Was auch mit dem Lieferumfang enthalten ist, sind die Kohlekörbe. Hier die zwei großen Kohlekörbe, die auch die Neuerung haben, dass die Löcher eben auch außen sind, sodass von allen Seiten, das heißt wir haben hier von der Vorderseite, von der Außenseite und auch von unten über Löcher, sodass möglichst viel Sauerstoff dran kann, um den Brennvorgang für die Briketts oder die Kohle einfach zu verbessern. Ebenfalls mitgedacht wurde hier, hier ist ein Ausschnitt zu sehen und der passt genau hier in diese Halterung hier rein, in diesen Winkel, auf dem dann der Grillrost und auch der Kohlerost hier aufliegt und somit kann man auch den Kohlekorb dann nach ganz außen positionieren, weil eben diese Aussparung hier da ist, wo es genau reinpasst. Noch eine interessante Sache, also der Grillrost hier von Rösler hat ja knapp 60 cm, liegt hier außen auf und es gibt durchaus die Möglichkeit für die Fans, die jetzt diesen Weber GBS Rost, also das GBS System auch schätzen, was ich auch vom Konzept her sehr cool finde, gibt es die Möglichkeit einfach den Grillrost von Weber hier auf dieser Ebene einfach abzulegen und somit habt ihr die Möglichkeit auch das GBS System auf dem Rösler F60 zu benutzen. Gut, wenn wir die Kohlekörbe rausnehmen, kommen wir weiter zum Kohlrost und der liegt hier unten drin und den hole ich jetzt mal raus, weil der ist wirklich extrem gut verarbeitet, das heißt sehr volles, starkes Material. Wir haben unten sogar extra noch eine Verstärkung, sodass sich eben auch hier eine große Menge von Briketts und Grillkohle über eine lange Zeit gut bewältigen lässt. Das heißt, ich habe schon Rost erlebt, die sind halt einfach durch die Hitze oder das Gewicht letztendlich dann krumm geworden, haben sich verzogen und so weiter. Und das hier ist wirklich eine ordentlich gute Qualität, die für einen langen Spaß sorgt. So, und jetzt kommen wir wirklich zu der großen Innovation, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, nämlich zu dem R-System. Was ihr nämlich nicht seht, ist hier unten, und das können wir auch mit dem anderen Rösler No. 1 F60 Vorgänger auch nochmal vergleichen oder mit den anderen Weber Grills. Ihr habt normalerweise hier unten auch ein geschlossenes Feld, wo dann entweder Schlitze oder Löcher sind, in denen dann nochmal die Asche eben runter in den Aschekasten fallen kann. Ihr seht, hier ist gar nichts, das heißt, hier fällt die Asche und die Reste von irgendwelchen Briketts oder Kohle oder Fleischreste etc. Alles, was durchfällt, fällt direkt unten in diesen Aschebehälter. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil alles, was hier ablaufen kann, setzt sich eben nicht mehr hier an diesem Schiebe- und Reinigungsmechanismus fest, sondern läuft direkt ab und fällt unten rein. Und das finde ich von der praktischen Sicht hier oben als Griller wirklich sehr, sehr angenehm, weil es hat mich teilweise echt geärgert, wenn ich diesen Reinigungsmechanismus dann hier jedes Mal wieder sauber machen musste. Und hier kann ich es nachher einfach abkehren, lasse es nach unten durchfallen und leere meinen Aschebehälter einfach aus. Das Ganze ist hier mit diesem Drehregler gelöst, weil ihr werdet euch fragen, wie soll denn jetzt die Luft von unten reinkommen, wenn der Aschebehälter so dicht da dran ist. Aber es ist so, ihr habt hier die Möglichkeit, an diesem Regelsystem zu drehen und könnt es hier nach links einfach aufdrehen. Ihr seht ja auch eine Skala von minimal bis maximal, um die Luft eben einzulassen. Und ihr seht hier vielleicht, da senkt sich das komplette System, das heißt, diese ganze Aschekasten fährt runter und lässt, wenn ich ihn weiter nach unten drehe, das seht ihr vielleicht hier, Luft durch. Das heißt, von hier unten strömt die Luft ein, auch in einer relativ großen Fläche und kann nach oben durchziehen, um dann die Briketts zu erhitzen. Was ihr ebenfalls nicht seht, ist eine Möglichkeit, hier an den Aschebehälter dran zu kommen. Aber das ist auch sehr, sehr einfach gelöst. Das heißt, wenn wir hier die normale Nullstellung haben, können wir einmal auf Maximal drehen und dann nochmal eine volle Umdrehung machen, dieses ganzen Griffs. Und das gibt hier unten einfach diesen Aschebehälter frei. Ich kann einfach da hinten rausnehmen, wenn alles abgekühlt ist und kann dann die Asche entleeren und bin fertig. Wenn ich fertig bin, wenn ich alles ausgeleert habe, kann ich wieder hingehen und setze einfach den Behälter wieder ein. Und drehe hier das System wieder nach oben. Fertig. So, hier habe ich schon mal beide Modelle nebeneinander gestellt, also einmal der F60, den ich hier in dem Video schon mal vorgestellt habe. Deshalb, ich gehe auch nicht mehr auf alle Funktionen ein. Das habe ich hier schon erklärt. Und auf der rechten Seite haben wir den neuen F60R mit dem Luftsystem, was wir gerade gesehen haben. Und jetzt gehen wir gerade mal rund. Und ich zeige euch noch die Unterschiede zwischen dem F60 und dem R-Modell, weil ein paar Sachen gibt es, die wurden geändert, damit ihr einfach wisst, welche Unterschiede ihr beachten müsst. Also fangen wir hier mit dem offensichtlichsten an. Natürlich das Luftsystem. Das heißt, das R-System haben wir gerade gesehen. Und wir haben hier gegenüber zum alten Modell einfach den Unterschied. Hier habe ich halt die Regelung mit diesem Schieber. Da kann ich das Ganze öffnen, schließen. Das ist dazu da, um innen diesen Aschemechanismus zu bewegen. Ich zeige es euch mal von oben. Da kann man es ganz gut sehen. Und zwar seht ihr hier diese Schlitze. Und ich habe nochmal Asche drin, damit man es auch besser erkennen kann. Jetzt, wenn ich nämlich Regler unten drehe, verschiebt sich hier eben die Größe der Schlitze. Das seht ihr hier, eben wenig Luft. Mittlere Einstellung oder ganz viel. Und ich leere eben dieses Aschesystem, indem ich diesen Regler hin und her bewege und lasse dann damit die Asche eben durchfallen. Und ihr seht,
Hier bleibt also immer auch nochmal Asche drin, die ich dann durch die Schlitze rauskehren muss. Und es kann auch passieren, dass zwischen diese Scheibe, die sich hier oben dreht, und dem Gehäuseunterteil sich Asche dazwischen setzt und gegebenenfalls Rückstände vom Essen, Fett, was runtertropft etc. Und das sorgt natürlich dafür, dass eine gewisse Schicht drin ist. Man kann es natürlich noch bewegen, aber es wird dann irgendwann schwergängiger und dann kann man es sehr, sehr einfach unten einfach öffnen und dann nochmal ausleeren und sauber machen. Ist aber ein Mehraufwand. Und das Ganze habt ihr eben mit diesem Air-System überhaupt nicht. Ansonsten, um das hier mit dem Aschekasten noch zu komplettieren, wir haben hier diesen Aschebehälter unten, der ist festgemacht. Indem ich den Hebel hier hochhebe, zur Seite schiebe und rausnehme, habe ich eben diesen Aschebehälter hier in der Hand. Und das Ganze, wie gesagt, könnt ihr bei dem Air-System durch diesen Drehmechanismus nach unten fahren und dann rausnehmen. Gehen wir erstmal weiter nach unten. Wir haben einmal hier, sieht man noch eine Strebe, die von dem Rohrrahmen hier an dem unteren Teil des Grills befestigt ist, auch mit einer Schraube. Das ist bei dem neuen Grill weggefallen. Das sieht man hier, da ist keine Strebe mehr. Dafür ist das Rohr am Ende etwas anders gebogen. Man muss aber sagen, dass die Strebe schon ihren Zweck erfüllt hat, dass die Stabilität hier anders ist. Das heißt, wenn ich hier bewege, steht der Grill nochmal durch diese Strebe anders auf dem Gehäuse. Wenn ich das hier bewege, ist es jetzt nicht viel, aber dadurch wippt der Grill einfach ein bisschen mehr. Ansonsten ist nur eine Kleinigkeit hier aufgefallen, und zwar, wenn ihr hier schaut, zwischen die Räder, da ist eine etwas andere Aufnahme. Man kann es ein bisschen schlecht erkennen dazwischen. Die Aufnahme hier unterscheidet sich eben von dieser Aufnahme hier. Nur das, wie gesagt, ist mir als Unterschied noch aufgefallen. Weiterer Punkt ist hier vorne sichtbar. Hier ist es mit so einer Imbusschraube festgeschraubt, die auch sichtbar ist. Auf der Seite ist es eben komplett mit einer Blende abgedeckt. Wenn wir auch hier den Deckel nochmal aufmachen, haben wir im Vergleich auch eine andere Aufnahme der Grillroste. Das heißt, hier liegt das auf so einem Bügel auf, der hier unten festgeschweißt ist. Hat bei mir jetzt noch keine Probleme gemacht, aber wenn ihr halt eben, das habt ihr auch gesehen, diese Aufnahmen hier, diese Winkel, die sind viel, viel stabiler. Die sitzen, wie gesagt, richtig auf, sind verschraubt und sind sicherlich viel, viel stabiler als das, was wir jetzt vorher gesehen haben. Ansonsten gibt es noch einen Unterschied an der Deckeloberseite, beziehungsweise zwei Unterschiede, wenn man das eine mitzählt. Also hier bei dem neuen Modell hat man das Thermometer und so eine kleine Zierrosette rund um das Thermometer. Und das ist bei dem älteren Modell nicht der Fall, da ist das Thermometer einfach alleine drauf. Und hier bei dem älteren Modell kann ich diesen Regler in beide Richtungen drehen und öffnen und schließen. Und auch komplett runddrehen, wenn ich möchte. Bei dem neueren Modell ist ein Anschlag, das heißt, das kann ich hier bis zum Anschlag öffnen und wieder schließen. Und der letzte Punkt, was noch Optik angeht, hier seht ihr an den Griffen, das heißt, hier haben wir so ein Element an dem Metall hier, Kunststoff in der Mitte und auch so zwei Kappen dran, die optisch abgesetzt sind. Hier ist das eben komplett ein Teil an Griff, was vorne dran ist. Und das ist aber auch schon alles, was wir an Unterschieden zwischen diesen beiden Modellen hier haben. Ansonsten, wie gesagt, absolut identisch. Deshalb schaut euch einfach mal ein anderes Video zum F60 an, wenn ihr noch mehr Informationen zu dem Grill selbst haben wollt. Wenn ihr mich jetzt fragt, zu welchem Grill ich greifen würde, ob ich jetzt den F60, das Vorgängermodell, oder den F60R nehmen würde, würde ich auf jeden Fall zu dem Modell R raten, wegen eben diesem vereinfachten System, um die Asche rauszunehmen. Ansonsten kann ich aber auch jedem zum Modell F60 raten, also dem Vorgängermodell, weil es wirklich ein sehr, sehr solider Grill ist, mit dem jeder ambitionierte Griller all seine Sachen perfekt machen kann. So, das war jetzt meine kurze Vorstellung und den Aufbau vom Rösle F60R, dem einzig mir bekannten Grill ohne Ascherost, was das Leben wirklich sehr, sehr viel einfacher macht. Wenn ihr Fragen zu dem Grill oder zu anderen Themen habt, schreibt mir es einfach unten in die Videokommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Also vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut!